Tja, kaum hat Attila Hildmann seinen großen Auftritt, muss unser aller Bodo natürlich nachziehen. Und er bringt hier einen Handschellenauftritt mit der Polizei in Rosenheim angeblich. Genaueres weiß man nicht. Die Situation ist irgendwie sehr komisch. Auch das theatralische Hände hinhalten. Für mich fast inszeniert an der ganzen Geschichte. Was auffällt, normalerweise hat ein Grebo-Beamter ja eigentlich auch einen Pistolenhalfter. Das ist eine Geschichte. Die zweiten Protagonisten da, die scheinen mir auch recht jung zu sein. Keine Unterlagen in der Hand, kein Funkgerät, kein gar nichts. Bisschen komisch, vor allem auch gar niemand, der sich mit den angeblichen hintergrundpöbelnden Leuten auseinandersetzt. Alles eine etwas dubiose Situation. Wir werden natürlich weiter berichten. Ich finde es natürlich lustig. Es passt in die Märtyrer-Marketing-Kampagne von Bodo Schiffmann. Link zum Originalvideo verschicke ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox. Wer mehr weiß zum Thema, kann mir darüber gerne berichten. In letzter Zeit ist Bodo ja, was seinen Telegram-Kanal angeht, nicht sehr gesprächsbereit. Die Waffen! Ihr schießt alle! Oh, alle erschießen hier! Was stimmt mit euch nicht? Seid ihr